Da bist du ja. Hallo. Alles okay? Ich muss mit dir noch etwas besprechen. Und? Letzte Woche während meiner Chemo hast du gesagt, dass du für mich da bist. Das habe ich. Meinst du das wirklich? Ich dachte, dass wir alles machen, was wir beide wollen. Bedeutet das, wir könnten vielleicht auch heiraten? Ja. Das heißt es. Marisol, ich dachte, du wärst zu Hause. Was ist denn los? Weißt du, es ist eigenartig. Ich habe mich gegen diesen Krebs gewehrt und gar keine Zeit gehabt, über anderes nachzudenken. Was denn zum Beispiel? Was mir bisher entgangen ist. Heute Morgen wurde eine Frau erschossen, und zwar direkt vor meinen Augen. Manchmal denke ich, ich bemühe mich so verzweifelt, nicht zu sterben, dass ich vergesse zu leben. Es gibt so vieles, was ich noch nie getan habe. Ich bin noch nie verreist. Ich meine, richtig verreist. Das kannst du jetzt alles tun. Ich möchte gerne ein Baby. Du wirst noch eins kriegen. Was hast du gesagt? Du wirst bestimmt noch eins kriegen. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Weil es die Wahrheit ist. Siehst aber auch nicht schlecht aus. Zweifel? Nein. Du? Kein bisschen. Ich glaube, Eric wird nicht kommen. Ja, da bin ich anderer Meinung. Hallo, Schwesterchen. Eric! Danke, kleiner Bruder. Sir? Das war's mir wert. Bereit? Und wie? Ein Wochenende irgendwo auf dem Land, das klingt toll. Also, bist du zufrieden mit deinem neuen Ehemann? Ja. Sehr schön. Gut, Schatz, hör mir zu. Dieser Officer wird dich begleiten, bis der Prozess vorbei ist. Ich verstehe nicht. Diese Leute sind wirklich wahnsinnig gefährlich. Jeder, der mit diesem Fall zu tun hat, bekommt von uns Polizeischutz, auch die Familien. Dafür bin ich also gesund geworden? Ich darf dich erinnern, dass du gekämpft und deinen Kampf gewonnen hast. Ja. Ich hätte heute große Lust, mit dir ins Casa Tua zu gehen. Casa Tua? Klingt nicht schlecht. Angenommen? Angenommen. Wir sehen uns? Ja, bis nachher. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Sie lassen sie nicht aus den Augen, okay? Was gibt's denn? Ich hab da nur irgendwas aufblitzen sehen. Ah!
Was ist los? Es sind Schüsse gefallen. Die Delcos wurden getroffen. Mari! Mari, du wirst es schaffen! Setzen Sie sich. Eric, was ist los? Mir geht's gut. Marisol wurde getroffen. Lieutenant, richten Sie. Ein Schuss in den Unterleib. Das Projektil steckt noch drin. Okay, beeilt euch. Ich fahr mit. Ist gut. Einladen. Hier, hab keine Angst. Rachel. Wir fahren ins Krankenhaus. Na los doch! Beeilung! Niemals. Ja, Delco? Doktor? Ich sag's ihm. Das Krankenhaus? Ja, sie hat nach dir gefragt. Ich bin unterwegs. Ich mach hier weiter. Kelly hat die Stelle gefunden, von wo aus der Täter geschossen hat. Eric wartet auf mich. Bitte nicht traurig. Ich bin heute zum Essen verabredet. Casa Tour. 8:30. 8:30. Hast du einen guten Tisch reserviert? Natürlich den besten. Du hast doch nicht vor... mich zu versetzen. Nein, das würde ich niemals.